Also Live-Testing. Ich habe da halt heißes Wasser reingemacht, das soll ein Milchtee sein. Aber Das da hast du nicht schon. ist Bubble-Tee. Also diese Dinger, das sind so. Ach, das ist da schon drin. So Bubble-Tee-mäßig, aber es sind keine Kugeln, es sind so Vierecke Feste gewesen. YouTuber wirst du Quadrat, einfach. Quadrate sind das gewesen. Machst du überhaupt Bubble Tea? Also richtigen Bubble Tea? Ja. Also, nee, das letzte Mal, was ich getrunken habe, war locker vor 5 Jahren oder so. Natürlich. Aber damals hat er nicht schlecht geschmeckt unbedingt, Voll keine süß Ahnung. war der halt früher, immer mittlerweile Ja, geht's weiß ich. sogar. Probier mal. Brummt nicht, Digga. Ja, Ist doch, ist wahrscheinlich eigentlich okay. okay. Ich dachte, ich müsste noch Milch reinschütten, weil das so Milch der ist. Da ist Milchpulver wahrscheinlich Das schon drin, ne? Milchpulver ist schon sehr milchig. Ich mag an sich Milchtee. Das ist ein bisschen süß. Da war noch ein Zuckerbeutel, aber den habe ich nicht verwendet. Also, ich habe ein bisschen reingemacht von dem, dann habe ich gemerkt, wofür. Wahrscheinlich ist das Pulver eh schon süß. Auch probieren? Eigentlich nicht. Dann geht es jetzt weiter im Programm. Finde ich gut, dass sowas immer eingespielt wird. Sowas ist Content. Also, Freunde, heute gibt es ein LPU. Jeder stellt ein paar Sachen vor. Jeder stellt ein paar Sachen vor. Ich habe hier schon mal das erste Piece in der Hand. Das sind meine nagelneuen Nikes. John Die sind 1er. ungefähr John 4er sind das, Idiot hier. Ja, es ist nicht so spektakulär. Also ist schon ein gehypter Schuh und ist schon schön. Der Oh ist Mann. krass rot. Ich dachte nicht, dass der so Boah, der ist knallrot echt ist. krass. Hey, der sieht voll aus. Weißt doch Ja, meine wegen Puma. Pumas. Ja. Die sehen genauso aus eigentlich. Nur dass es Stimmt. halt. Genau, wenn man unschwer erkennen kann. Wir hatten ja so ein Samba-Video gemacht. In dem Samba-Video haben wir übrigens gesagt, dass Sambas ja gerade wieder so am Kommen sind wegen dem Gucci-Schuh. Aber ich habe das einmal verwechselt, weil der Gucci-Schuh ist eigentlich an diesem Gazellenschuh inspiriert. Ja, aber wo ist Nee, da der aber der große sieht halt, Unterschied? Die der sehen sieht sich halt alle so wirklich. ähnlich. Kannst ja mal neben die Samba stellen. Ich hatte halt den Gucci-Schuh nicht so lange verfolgt und ich habe einfach nur die Silhouette damals gesehen, als wir das Video gemacht haben und dachte tatsächlich, die haben sich am Samba inspiriert. Ist schon sehr, sehr ähnlich, vor allem wegen der Gummisohle. Ja. Aber das Ding ist halt, man erkennt das vor allem halt nicht nur an der Form selber und dass der Gazelle auch draufsteht bei dem Gucci, sondern auch die Sohle unten ist genauso, also bei dem Gucci. Ja. Nur wurde hier, Bei Adidas. da wurde das Gucci und Adidas Zeichen so immer abwechselnd, glaube ich, eingeführt. So, falls ich noch ein Video habe aus Paris, wo ich den gefilmt habe, vielleicht blende ich das dann auch nochmal ein, damit ihr das sehen könnt, wie die Sohle dort Ich finde aussieht. das aber ganz nice, dass die Gamsohle so ein bisschen durchsichtig ist, dass man da immer Das noch sowieso. so Ja, genau. die leichten Reste sieht. Also sieht man von weiter weg gar nicht, aber so als Close-up ist das ganz cool. Ich fand tatsächlich den Gucci Gazelle jetzt im Endeffekt sehr, sehr nice, aber ich sehe es natürlich nicht unbedingt ein, 650 Euro jetzt für den zu zahlen. Und dann erstmal gucken, wie der auch sitzt und so. Ja, genau. Vielleicht gefällt der dir dann auch so gut, dass du dir irgendwann sagst, als Grail könnte man sich Ja, den auf jeden Fall. Gucci-Gazelle gönnen. Ja, wie gesagt, also an sich könnte man das jetzt kritisieren, so mäßig. Also die bei Gucci, die haben sich ja gar keine Mühe so in dem Sinne gemacht, den gar nicht abgeändert, dann nur maximal hier Aber ist Gucci das nicht bei jedem Gucci-Collab-Ding draufgeschrieben. so? Nee, nicht mal unbedingt deshalb, sondern ich finde das irgendwie in letzter Zeit gar nicht mehr so verwerflich, weil das ist so für mich dieses Culture-Ding. So, du hast so den Schuh nochmal so in die Höhe getrieben mit dieser Marke, mit dieser Kollaboration. Ich finde, das ist so eine Art Troll in der Fashion-Szene und. Ich weiß nicht, wer das Geld hat, der kann sich den auf jeden Fall ruhig holen. Es sind ja auch Farben rausgekommen, die es so normalerweise sonst nicht gibt. Das ist ja im Endeffekt so das Special-Ding. Aber das Rote gibt's doch eigentlich, oder nicht? Ich glaube, der rote kommt jetzt tatsächlich, habe ich irgendwo gesehen. Ich weiß aber auch nicht, ob das dasselbe Rot ist oder leicht dunkler. Es gab schon ein Bordeaux-Rot, das gab es. Ja, das Aber ich ist habe jetzt auf definitiv Hypebeast dunkel. bei Insta gesehen, dass irgendwie doch noch ein roter kommt. Aber was ist das Wildleder? Du weißt Ja, ja, was ja. das. Sieht schön aus, sieht gut aus Ja, auch. auf jeden. Da ist ein schöner Vor allem Verlauf drin. hier. So richtig haarig schon Ja, fast. ja. Ist halt, da ist die Hose halt jetzt noch mehr Baggy drauf. Ne? Das sind halt Weiß richtig sind noch diese weiße Schnürsenkel dabei. 2000er. Ich hatte ja bei mir weiße, dicke Schnürsenkel drin jetzt in den Pumas. Tatsächlich Ich werde weiß ich, nicht. glaube ich, sogar die weißen auch Echt? sehr fühlen. Kannst ja auch unterschiedlich machen. Ein weiß, ein rot. Aber das hat jetzt wirklich für mich, darüber haben wir schon häufiger geredet, richtig 2000er Fußballer-Vibes. Ja. Richtig, du bist Wayne Rooney einfach, der gerade durch die Straßen geht. Ich wollte es halt nicht sagen, weil der Style war nicht unbedingt gut. Gut. Na, es ist aber einfach nur so Aber von unten ja, ich passt weiß. das schon sehr und dann einfach diese. Man muss es halt richtig machen, damit es gut aussieht, aber man sieht schon sehr die Einflüsse davon. Boah, ich finde das ganz geil. Auch, hey, ich finde das geil mit dem Color Blocking vom Gürtel. Guck mal, Ja, du trägst das es. auf jeden Fall. Aber guck mal, wenn ich den hier so nicht richtig zudecke, dann poppen die Streifen ja richtig durch. Die Ja. kommen mir ein bisschen dicker vor wie bei, als bei dem hier, obwohl das eigentlich gleich aussieht. Die sind anders gezogen auf jeden Fall als bei dem.
Also wenn man die Rose nicht so richtig rüberzieht, poppen die Streifen richtig durch. Ja. Sieht halt ernst aus wie so ein Running Shoe. Dein Sportlehrer trägt den auch. Ich habe halt auch, als ich den Schuh gekauft habe, also mich dazu entschieden habe, den zu holen, habe ich auch zu Kilian gesagt, ich glaube, der wird mir besser vom, von der Form her stehen, weil der doch leicht bulkier ist als der Samba. Der fällt nach vorne, glaube ich, auch ein bisschen breiter nochmal. Und vielleicht auch durchs Wildleder wirkt er ein bisschen bulkier. Auch, dass die Sohle wirklich nur 1 oder 2 Millimeter höher gesetzt ist. Ja, stimmt. Ja, das macht den irgendwie so viel bulkier. Also zu meinem Körpertyp, finde ich, passt das irgendwie noch mehr. Ich kann ja kurz mal den nächsten Pickup zeigen, weil ich hatte hier zum Beispiel noch das Pickup, was ich vorstellen wollte, was man theoretisch so machen könnte, was ich aber selber auch wahrscheinlich too much finden würde, außer wenn ich wirklich an dem Tag mal so ein bisschen trollen möchte und wirklich Color of Color machen möchte. Ja. So, das Weiß-Rot ist ja da, wenn ich mal übertreiben möchte, so, dann kann man das ja auch witzig machen, aber werde ich jetzt nicht unbedingt. An sich mag ich halt so Rock-P-Shirt und dann die Riesenhose. Aber ich weiß halt nicht, ob das genau mit der gleichen Farbe so... Nee. Ich finde auch das tatsächlich cooler als das dazu. Also, dass das so mehr gestreift ist als nur... Aber da hast du ja nur zwei weiße und da hast du viel mehr. Hier hatte ich tatsächlich so ein bisschen diese Gefängnis-Vibes. Ja, aber ich finde das irgendwie nice. Was ich anfangs vielleicht noch nicht so gefällt habe, aber ich kann beides appreciaten. Das ist halt so das klassische Rugby-Shirt, das wollte ich nur noch mal zeigen. Das habe ich ja schon länger hergekauft. Mhm. Für 25 Euro, glaube ich, auch Vinted halt gebraucht. Und das habe ich jetzt tatsächlich bei H&M für 7,99 € gekauft. Schnapp. Aus der Frauenabteilung. Das ziehe ich auch mal direkt an, damit ihr seht, was mich an dem so überzeugt. Boah, wirf das mal so krass auf dich rauf. Boah, verrückt. Jetzt sind wir wieder da. Ja, fällt sehr schön. Wirklich. Ich meine ja, also ich habe dir ja auch sofort gesagt, dass das so ein bisschen boxy ist und so. Das erinnert mich sehr an dieses YG400-Ding. Ich kann sogar ein Bild einblenden, er hat jetzt vor kurzem erst ein Bild gepostet, das sehr, sehr ähnlich so ist. Es war zwar ein T-Shirt, was er da anhat, so, aber ihr werdet schon wissen, was ich meine vom Vibe her. Es fällt wirklich perfekt auf die Hose. Die Hose ist ja ein bisschen high-waisted. Genau. Ich könnte sie sogar noch ein bisschen hochziehen, aber... Naja, du trägst ja eh ein bisschen lower immer, weil du diesen Super-Baggy-Film haben willst. Und dann fällt die Hose wirklich perfekt darauf. Auch die Ärmel, habe ich dir auch gesagt, haben so einen leichten Schlag-Vibe. Ja. Die gehen irgendwie nach unten hin ein bisschen breiter, sieht zumindest so aus. Vielleicht sind sie auch gleich. Gar nicht, die sind auch mies, die sind mies breit oben. Aber da die an sich so breit sind, das findest du in der Männerabteilung zurzeit gar nicht so einen Schnitt. Aber kommt sehr gut. Auch hinten am Rücken. Schön, dass das eine Höhe ist. Dass das nicht irgendwie hinten länger oder vorne länger ist, sondern einfach abgecuttet. Ja, jetzt geht's. Angezogen geht's wieder tatsächlich. Ich dachte erst, es wäre schlimmer. Es kommt wirklich darauf an, was für ein Oberteil es wäre. Wäre es jetzt mein normales Rugby-Shirt, hätte man gesagt, ja, fittet halt relativ normal. Farbe auf Farbe ist es nicht so special, aber dadurch, dass es so einen Schnitt hat, noch dazu. Kommt ganz cool. Denkt man sich, okay, das kommt schon auf jeden Fall cool sein. Safe. Das ist die Hose, die ich mir in dem Vintage-Store in Paris geholt habe. In dem Store, wo ASAP Rocky 2017 war. Ich habe mir die tatsächlich geholt aus dem Vibe, dass ich mir da auf jeden Fall was so mitnehmen wollte, so als Erinnerung. Dann wollte ich sowieso eine Levi's-Hose mal wieder, so eine normal fittendere. So einfach für normale Basic-Fits, so jetzt auf Boots oder andere Schuhe halt, keine Ahnung. Ja, auf die finde ich es jetzt, ich finde da mehr Schlaghose schöner drauf auf die Schuhe. Also ich habe die halt für 25 Euro bekommen. Kann man nichts sagen. Vintage-Laden, der durch Rocky nochmal diesen Hype bekommen hat. Ja, und auch in Paris, das ist schon nicht teuer. Genau. Dachte ich mir, nehme ich die mit. Ich hatte sowieso eine Vintage-Levi's so ein bisschen in Planung gehabt. Kommt halt gar nicht mit dem Oberteil. Ja. Sonst ist eine ganz schöne Basic-Hose. Ja, ja. Kann man immer mitnehmen. Kann man halt auch immer was mitmachen. Das ist so wie meine schwarze, die ich so gerippt habe bei mir. Also ich hatte auch überlegt, die nochmal hier unten zu öffnen. So, weißt du, dann kann man nochmal ein bisschen damit spielen. Ist halt eine Levi's 512 Bootcut Hose. Die haben sogar einen leichten Schlag tatsächlich. Echt? Ja. Wir sehen es halt einfach nicht mehr, weil es für uns sehr dezent ist. Aber doch, jetzt sieht man es, wo du es ein bisschen zur Seite gezogen hast. Die haben schon einen leichten Schlag auf jeden Fall. Also dafür sind sie schon so bekannt. Ja. Also das nächste Pickup ist mein Org T-Shirt. Grim. Das ASAP Rocky Merchandise. Kleiner Fanboy Moment. Ich habe es nicht richtig gezeigt oder nicht richtig erklärt, aber... Auf Festival halt gekauft. Ja, war halt auf Festival gekauft, auf dem Splash Festival.
Hier trägt er seinen Grimm-Gürtel, genau das, derselbe Name, wie halt hier oben auch steht. Den hat er auch tatsächlich selber auf dem Festival getragen, den Grimm-Gürtel. Mhm. Er hat auch, auch Teilen der fetten Ringe hat er auch getragen. Also den hier hat er safe getragen. Auf jeden, das hat er auch gemacht. So, hier steht nochmal hinten Ork und auf dem Rahmen steht halt Ork. Das T-Shirt selber hat 40 Euro gekostet. Ich habe es mir einerseits mitgenommen, weil ich sowieso natürlich ein Fan von Rocky bin und was er halt alles so macht, auch von Ork und allem. Aber die Ork-T-Shirts kosten im Store meistens 80 Dollar und dann auch noch mit Shipping und Zoll und alles. Deshalb dachte ich, für 40 Euro nehme ich das sowieso aus Prinzip mit. Hm. So, aber es hat mir auch tatsächlich sehr so gefallen. Ja, das muss man auch mal sagen, dass es Ork bringt auch viel Shit raus. Ja, genau. Da kann man nichts sagen. Mercedes Ork-Kollektion, da was da rauskam. Größter Trash und das ist echt mal ein ganz cooles T-Shirt, ist ein schönes. Wenn man es richtig macht, kann es gut aussehen, sagen wir so, ja. Zu so einem miesen Baggy-Fit. Du wolltest es ja auch, meine ich, in richtig groß haben. Ja, ich habe es jetzt auch in XL geholt. Es hat auch tatsächlich dafür, dass es sich eigentlich gar nicht so gut anfühlt und man denkt, das ist so ein Basic Gildan-Shirt, hat es tatsächlich sogar so ein relativ Oversized-Fit. Es ist sehr, sehr weit geschnitten. Mhm. Also, das gefällt mir auch sehr gut. Ich habe dazu auch ein Bild auf Instagram hochgeladen, so unter die Hose. Aber das kann ich jetzt auch nochmal hier anziehen. Das ist das T-Shirt. So grob angezogen. Wie gesagt, ich habe ein Instagram-Bild, falls ihr meinen richtigen Fit dazu sehen wollt. Ich hatte den eigentlich mit Slides. Jetzt, wo ich die Adidas-Schuhe hier habe, dachte ich, kombiniere es jetzt mal auf Rot. Rot auf Rot. Krass, Mann. Sehr viel dabei gedacht. Ist halt total mein Film gerade so. Ja, ich trage ja auch, miese, keine Ahnung, mein Hundeshirt dann mit meiner schwarzen Schlaghose einfach. Ich hatte auch tatsächlich lange nicht mehr so ein T-Shirt mit einem Motiv oder sowas. Man hat sich in letzter Zeit immer nur so Basic-T-Shirts geholt. Das ist halt immer ganz cool, so zur Abwechslung. Meine Kamera fokussiert in letzter Zeit so komisch. Richtig. Hast du das auch schon bemerkt? Ja, ich habe es immer aber probiert, dass es passt. Ja, der macht mein Gesicht immer so hell oder allgemein Gesichter macht er so hell. Let's go! Let's go! Ja, Freunde. Schön wieder hier zu sein. Toll. Fühle mich wieder heimisch. Leute haben dich vermisst. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ja, let's ich habe auch ein paar neue Sachen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Nichts Besonderes eigentlich. Viel Kleinkram tatsächlich in letzter Zeit gekauft. Das ist nicht gekauft, das ist wieder selbst gemacht. Einfach eine süße kleine Mütze. Ich weiß, es ist jetzt nicht richtig die Zeit dafür. Aber ich mag diesen. Keine Ahnung, der Shape. Ich sehe aus wie ein Walnusskrieger, oder nicht? Ja. Gefällt dir, oder? Sei ehrlich. Na, da kommst du schön meine Mulle zu Geltung. Na, ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr typabhängig. Sehr, sehr typabhängig. Zu dir passt halt noch eher. Zu den richtigen Sachen tragen. Zu dir passt noch eher, aber ich kann mir vorstellen, dass viele nicht an sich sehen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich bin sehr glücklich damit. Ich trage die auch ziemlich viel sogar in letzter Zeit, wenn es nicht zu warm ist. Ja. Einfach so überwerfen, wenn die Haare nicht passen. Angenehmer als Cap. Obwohl die Cap, glaube ich, auch nie vorgestellt wurde, ist aber auch wieder nichts Besonderes. Ist einfach wieder wie meine andere Vans Cap, nur dass die wieder schon ein bisschen verwaschen war und ich dachte, ich könnte mal wieder eine neue gebrauchen. Immer noch der gleiche Shape. Einfach dieser Skater. Ich sehe sowieso aus in letzter Zeit wie ein Skater. Stark. Und weitere kleine Sachen. Guck mal, bei mir rattern wir jetzt wenigstens schön durch. Mitgebracht hast. Ich war im Urlaub. Da dachte ich, muss ich mir was Kleines mitnehmen. Habe ich mir die Tasche mitgenommen, ich fand die ganz schön. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen sollte, aber ich mochte die Farben da drauf. Was ist da Schönes drin? Ein wunderschönes Portemonnaie, was ich mir auch gekauft habe. Ja. Da müssen wir Close-Ups von machen, weil da bin ich sehr glücklich mit. Das finde ich auch sehr stark. Ganz simpel, ganz einfach. Die Farbe kommt sogar nicht am Angebot. Rüber. Das nervt mich gerade. Kommt nicht gut rüber. Das kommt wie so ein Blau rüber. Aber es ist so ein Türkis. Das ist, also hat mir zumindest der Verkäufer gesagt, Made in Italy, war sogar reduziert. Ganz simpel, hier kleines Geldfach, muss ich jetzt nicht zeigen. Münzgeldfach. Hier kannst du alle deine Karten reinmachen, die du so brauchst. Ja, ich mag sowieso kleine Portemonnaies viel lieber. Habe ich mir noch einen Ring gekauft bei unserem Recyclinghof. Also der hier. Ich glaube, den kennt man auch nicht, aber das ist egal. So. Ja, ist halt hier bei uns um die Ecke, erwähnen wir ja öfter. Haben wir so eine Art Recyclinghof. Echt Silber. Ich trage sowieso nur echt Silber eigentlich als Schmuck. Bin ich sehr zufrieden mit, ich finde den echt schön. Ist mal wieder was anderes. Ich trage sowieso wieder meine Ringe jetzt, wo Sommer ist. Weiß gar nicht genau, woran das liegt. Einfach vielleicht, weil man keine Handschuhe und so mehr trägt und dann nicht so nervig ist. Aber viel mehr Silberschmuck wieder am Tragen. Genieße es sehr. Was gibt's noch Neues? Ich habe das Teil hier gecuttet. Das
weiß gar nicht, ob das jemals vorgestellt wurde. Es ist so diese komplette Anfangszeit, wo man so mit Fashion angefangen hat, als ich mir das gekauft habe. Mhm. Das ist Supreme. Ich weiß nicht, blend mal den Namen des Künstlers ein, das muss man herausfinden können. Oder ich schreibe dir das nochmal, wie der Künstler heißt. Das ist halt so eine Zusammenarbeit mit dem und dann sind hier seine Kunstwerke drauf. An sich kennt man die also. Ja, safe. Man hat die mal gesehen auf jeden Fall. Und das habe ich jetzt halt gecuttet, das war immer mies lang, das war XL, das ging mir immer bis hier. Mhm. Ich trage nicht so große Sachen. Und sowieso, ich mag hier halt diese lange Beinsilhouette. Ja. Und jetzt schließt es schön ab, finde ich, hier auf dem Bund. Ganz entspannt für den Sommer. Ja, mit der bin ich echt zufrieden. Wilde Geschichte. Letztes Pickup. Das ist eine Vintage-Jeansjacke. Ich glaube, die ist echt nur von H&M oder so. Also eine Damen-Jeansjacke. Aber die habe ich Vintage für 4 Euro gekauft. In so einem Billo-Outlet. Die war aber in so einem extrem, sehr, sehr dunklen Jeansstoff. So ein richtig dunkles Blau. Fand ich echt hässlich. Und dann habe ich die so für eine Stunde in einer Wasser-Chlor-Mischung einfach reingepackt. Und so ein bisschen liegen lassen, einfach nur. Und dann verwaschen. Und ich finde, es ist echt cool, was bei rumgekommen ist. Es ist jetzt so ein schönes, helles, verwaschenes Blau, auch mit ganz vielen unterschiedlichen Farben drin. Also wenn man hier unten guckt, ist richtig hell. Dann gibt es hier wieder, da sind teilweise sogar noch die Haupttöne, wie die wirklich mal komplett war. Sie ist ganz schön geschnitten, sie ist relativ kurz geschnitten, sie ist cropped. Sie ist hinten relativ breit trotzdem noch. Also ich bin sehr zufrieden mit der Jeansjacke und ich trage sie sogar relativ viel zur Zeit. Ich finde sowieso, dass Jeansjacken wieder sehr im Kommen sind, wenn man es richtig macht. Ja. Waren lange Zeit tot, hatte ich das Gefühl. Und vielleicht franze ich die sogar noch ein bisschen aus, muss ich mal schauen. Aber kommt sehr gut, finde ich. Keine Taschen leider, das wäre natürlich nochmal Nonplusultra. Ja. Aber sonst. Nee, finde ich auch sehr gut. Calvin Klein Boys. Perfektes Thumbnail, oder nicht? Ja, finde ich auch sehr, sehr nice. Ja, das freut mich. Aber auch, dass du sie so verwaschen hast. Ja, ich bin sehr zufrieden, wie das rausgekommen ist. Das ist einfach auf Jux. Für 4 Euro kann man halt nichts falsch machen mit der Jeansjacke. Ja, auf jeden Fall. Ich irgendwas mitnehmen. War im Angebot. Und wenn man sie richtig macht, jetzt zu dem Outfit. Ich habe schnell ein weißes T-Shirt drüber gezogen, weil das mit dem Supreme-Shirt nicht so nice kommt. Aber so finde ich es eigentlich ganz cool. Es geht, aber man kann es echt noch besser machen. Ich weiß noch nicht so genau mit der Hosenfarbe. Die kommt tatsächlich echt ganz cool zu unserer Hose auch. Mhm. Wenn du die dann high-waisted trägst, vielleicht ein Longsleeve, was längere Ärmel hat, du weißt meine Weekday, diese Wolle, die so ein bisschen durchlässig ist. Das und dann die Jacke drüber, das sieht schon nice aus. Sympathisch. Nice. Let's go. Let's go.